Wie funktioniert Pagadu? Sie legen den extra Bonus fest. Was meinen Sie? Wenn Sie Ihren Kunden einen Bonus geben, welcher Bonus wäre für Ihren Kunden interessant? 3, 5, 7 oder 10%? Nehmen wir an, Sie legen einen Bonus von 10% fest. Der Pagadu-Kunde kauft bei Ihnen ein und legt beim Einkauf seine Pagadu-Karte vor. Mit dem Einkauf erhält der Kunde nun extra Bonus 10%. Als Partnerunternehmen haben Sie selbst auch die Möglichkeit, eine Kundenkarte mit eigenem Firmenlogo und Design an Ihre Kunden auszugeben, je nachdem, wie Sie das System nutzen wollen. Aber beachten Sie, es geht hierbei um Ihr eigenes Kundentreuesystem. Ein Beispiel. Bei einem Einkauf von zum Beispiel 200 Euro werden bei extra Bonus 10% dem Kunden 20 Pagadu gutgeschrieben. Diese werden wiederum entsprechend Ihrem Konto belastet. Damit Sie nun Pagadu-Punkte an Kunden ausgeben können, müssen Sie über ein entsprechendes Guthaben verfügen. Sie kaufen Pagadu-Punkte und bezahlen diese mit Einkaufsgutscheinen, die nur bei Ihnen wieder eingelöst werden können. Sie geben Pagadu 10% mehr Gutscheine als Naturalrabatt. Die Gutscheine haben unterschiedliche Werte. Dies wird mit Ihnen individuell abgestimmt. Die Gutscheine können zum Beispiel Werte haben von 5, 10, 20, 50 oder 100 Euro. Die Pagadu-Punkte bezahlen Sie also mit Ihrer Ware, mit Ihrer Leistung, nicht mit Geld. Wenn Sie Pagadu-Gutscheine ausstellen, haben Sie zunächst nur eine Leistungsverpflichtung ausgestellt. Sie kaufen nun von Pagadu das Guthaben, das bis zu einem Umsatzvolumen von 10% Ihres Jahresumsatzes betragen kann. Mindestens 5.000 Pagadu müssen Sie erwerben. Bis zu 10% Ihres Umsatzes können Sie in Pagadu erwerben. In unserem Beispiel kaufen Sie 20.000 Pagadu. Das Pagadu-Gutscheinkonto wird mit 20.000 Pagadu belastet und ist mit den Gutscheinen, die Sie ausgestellt haben, besichert. Sie haben nun einen Saldo von 19.980 Pagadu. Die Kunden haben nun wiederum die Möglichkeit, mit ihren Pagadu-Punkten bei den angeschlossenen Partnerunternehmen oder anderen Kartennutzern einzukaufen und können den Kaufpreis ganz oder teilweise mit Pagadu-Punkten bezahlen. Sie legen nun den Extrawert fest. Sie sollten den Extrawert so wählen, dass Sie jederzeit in der Lage sind, die Ware, die Sie Ihren Pagadu-Kartennutzern verkaufen, mit dem erhaltenen Geldanteil wieder beschaffen können. Nehmen wir an, der Extrawert beträgt 50%. Sie sollten den Extrawert so wählen, dass Sie jederzeit Pagadu-Punkte von den Kartennutzern annehmen können. Kunde 2 hat 200 Pagadu und kauft nun bei Ihrem Unternehmen für zum Beispiel 200 Euro ein. Sie haben den Extrawert mit 50% festgelegt. Kunde 2 bezahlt nun die Ware mit 100 Pagadu und zahlt 100 Euro in Ihre Kasse. Ihr Unternehmen hat nun einen neuen Saldo von 20.080 Pagadu. Kunde 2 hat einen neuen Saldo von 100 Pagadu. Pagadu vermarktet nun die Gutscheine an Kunden im Netzwerk und beschafft ihnen damit neue Kunden und sie realisieren zusätzliche Geschäfte. Jedes Partnerunternehmen und jeder Kartennutzer haben nun die Möglichkeit, bei Pagadu Gutscheine mit Extrawert von mindestens 60% zu erwerben.
Das vereinbarte Gutscheingeschäft ist für Sie ein garantierter Umsatz. Vorab bezahlt. Pagadu vermarktet die Gutscheine an Kunden und setzt sich für den Vertrieb Ihres Unternehmens ein. Noch einmal kurz zurück zu unserem Vergleich Rabatt und Bonus. Nun mit dem Vorteil von Pagadu. Sie gewähren extra Bonus 10%, extra Wert 50%. Ihr Kunde kauft für 1.000 Euro ein. Der Kunde erhält 100 Pagadu und Sie nehmen 1.000 Euro Geld in Ihre Kasse ein. Der Kunde verfügt über 100 Pagadu und löst diese mit extra Wert 50% ein. Ihr Umsatz beträgt 200 Euro. Sie erhalten 100 Pagadu und 100 Euro. Das Folgegeschäft beträgt 200 Euro. Sie realisieren damit einen Umsatz von 1.200 Euro. Da Sie die Pagadu-Punkte zuvor gekauft und mit Gutscheinen bezahlt haben, addieren wir diesen Umsatz hinzu. Sie realisieren einen Umsatz mit Pagadu von 1.300 Euro.